TTIP-Partnerprogramm ist ja eines der beliebtesten und erfolgreichsten Affiliate-Programme, ja, im deutschsprachigen Online-Business-Markt, sage ich mal. Extrem beliebt. Ich habe auch schon ein paar Videos dazu gedreht, wenn ihr hier ein bisschen auf meinem YouTube-Kanal stöbert. Und da nenne ich auch verschiedene Argumente, warum gerade Clicktip-Bewerben wirklich sehr lukrativ sein kann und auch wirklich Top-Möglichkeiten bietet, sich da ein passives Einkommen aufzubauen. Und heute geht es darum, ich möchte dir mal aufzeigen, ja, welche 7 Affiliate-Links bei Clicktip äußerst gefragt sind. Das heißt, auf welche Zielseiten du deine potenziellen Kunden, Interessenten weiterleiten kannst, damit diese sich für Clicktip E-Mail-Marketing entscheiden. Ja, als erstes natürlich die Startseite. Das heißt, du holst im internen Partnerbereich die entsprechenden Links ab. Das ist dort auch nochmal aufgelistet. Wenn du zum Beispiel Clicktip-Anwender bist, kommst du dort sehr, sehr schnell an diese Links ran. Wenn du jetzt jemand bist, der Clicktip selbst noch nicht nutzt, aber das Affiliate-Programm dazu bewerben möchte und das Produkt bewerben möchte, für den sind hier diese Links besonders wichtig, denn man kommt nicht ganz so einfach daran. Und jedenfalls, die Links gehen immer los, logischerweise mit der Webseite https Doppelpunkt Doppel slash www.click-tipp.com und dann kommt deine persönliche ID dahinter. In meinem Falle ist das jetzt die 15022. Die kommt immer dahinter. Und so habe ich jetzt auch erstmal die Beispiele aufgebaut, damit du ganz real siehst, wie es mit wirklichen Affiliate-IDs bzw. Clicktip ja, Kunden-IDs läuft. Und wie gesagt, auf die Startseite kannst du verlinken, wenn du das Clicktip-Partnerprogramm bzw. Clicktip-Produkt an sich weiterempfehlen möchtest. Dann hast du die Option 2. Die ist viel, viel lukrativer zum Beispiel als die Option 1, denn wenn du auf irgendeine Startseite weiter verlinkst, hast du generell schlechtere Aussichten in Sachen Conversion Rate, als wenn du jetzt auf eine spannende Webinarseite, wo es ein gratis Webinar gibt, wo man sich dort gratis registrieren kann, leitest. Und hier auch wieder das Gleiche. Das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen soll jetzt hier das click-tipp.com ersetzen. Und das kommt hier natürlich davor. Dann machst du ein Slash Webinar und dann Slash und dann kommt wieder deine Kunden-ID bzw. deine ID, die für dich als Kunde ja, hinterlegt ist beim Partnerprogramm. Also Webinarseite ist sehr, sehr erfolgreich. Das ist mit einer der lukrativsten Seiten, wo du die besten Ergebnisse erzielst. Dann drittens würde ich jetzt nicht unbedingt machen, ich persönlich, man kann auch direkt auf das Clicktip-Handbuch ja, weiterleiten als Affiliate. Aber das ist natürlich ein bisschen trocken. Ich meine, das Clicktip-Handbuch ist sehr spannend, weil man dort die Einzelheiten, Details findet. Aber ich denke, es ist eher seltener, dass sich jemand über das Handbuch für Clicktip entscheidet. Ist meine Meinung. Ja, wie andere das sehen, das müssen die wissen. Aber ich denke, Handbuch ist eher unspektakulärer. Dennoch zählt es hier zu den wichtigen Affiliate-Links, die man zumindest mal kennen sollte. Dann als viertes, das ist wieder sehr beliebt auch, man kann direkt auf eine Testimonial-Seite als Affiliate leiten und hier wieder davor die click-tipp.com, dann slash Kundenstimmen und dann slash wieder die ID und du wirst auf eine Clicktip-Seite weitergeleitet, wo zufriedene Testimonials, begeisterte Kunden, auch zufriedene Affiliates zu Wort kommen, die absolut begeistert sind von Clicktip-E-Mail-Marketing und das entsprechend in Videoform übermitteln und Leute davon überzeugen sollen, auch Clicktip-Kunde zu werden. Also eine interessante Seite, wieder hier die Testimonial-Seite. Weil jeder hört auf Meinungen und möchte gerne wissen, was andere Leute darüber denken, ja, welche Erfahrungen die bisher gemacht haben. Also sehr spannend auch. Dann der fünfte Link, gut, das ist dann wirklich ein direkter Weg, den man vielleicht eher über das E-Mail-Marketing Schritt für Schritt dann mal einbauen sollte, aber nicht vielleicht gleich sofort, weil direkt verkaufen tut man in der Hinsicht heutzutage nicht mehr. Man könnte auch direkt auf die Clicktip-Bestellseite mit seiner persönlichen Partnerprogramm-ID leiten. Das wäre dann click-tipp.com/bestellen und dann slash wieder die ID dahinter. Dann würdest du direkt auf die komplette Bestellseite von Clicktip kommen und kannst dir aussuchen, ob du Standard Clicktip nehmen willst, Premium
Klicktipp Deluxe oder sogar Enterprise. Enterprise ist ein gutes Stichwort, denn man kann auch auf die teuerste, auf die professionellste Variante von Klicktipp auch direkt leiten, indem man hier klicktipp.com/bestellen/enterprise und dann die ID, und du könntest direkt das Enterprise-System quasi ja anbieten, und derjenige könnte direkt die teuerste und beste Variante von Klicktipp dort über deinen Link einkaufen. Ist sehr, sehr lukrativ dann entsprechend schon. Kriegst du mehrere hundert Euro an monatlicher Provision. Eine super Geschichte, wenn das funktioniert. Aber über einen direkten Verkaufslink ist eher seltener der Fall, ne? Also Webinarseite ist schon die beste Seite, die es so gibt. Ein Testimonial ist auch nicht schlecht. Und jetzt kommt noch eine andere Knallerseite. Ganz, ganz wichtiger Link. Der wird immer beliebter. Du kannst direkt als Clicktip Affiliate auch auf den Certified Consultant lenken. Über clicktip.com/certified-consultants. Deine ID. Das ist ein spezielles Programm, was jetzt Clicktip ins Leben gerufen hat. Fand jetzt, glaube ich, ein- oder zweimal statt. Findet in Sofia statt, in Bulgarien, wo auch noch eine Clicktip eine große Niederlassung ist. Und dort wirst du speziell vor Ort von den Top-Experten von Clicktip E-Mail-Marketing zum E-Mail-Marketing-Profi ausgebildet, der zum Beispiel eine Online-Marketing, wenn du eine Online-Marketing-Agentur besitzt oder generell im Affiliate-Marketing unterwegs bist, Online-Marketing in die Richtung. Dann kriegst du ein spezielles Zertifikat und wirst ausgezeichnet als Certified Consultant und ja, empfiehlst quasi auch Clicktip für deine Kunden, die du betreust. Also ja, sehr, sehr feine Geschichte auch. Wenn du hier drauf verlinkst, kannst du es auch nochmal anschauen. Wirklich top mit super Videos und ja, top Content über mehrere Tage. Gibt es auch in diesem Jahr wieder Ende April, und vielleicht gibt es das dann auch wieder Ende des Jahres nochmal, wer weiß. Und zu guter Letzt der siebte Affiliate-Link, der noch sehr wichtig ist. Wenn du sagst, nee, ich möchte als überzeugter Clicktip-Kunde oder Affiliate noch weitere Affiliates dazu gewinnen, dann könntest du über clicktip.com/partnerprogramm/deine ID hinten dran gezielt Affiliates werben. Auch eine Möglichkeit, um sich da nochmal weiter eine Lifetime-Provision aufzubauen. Und ja, spannende Geschichte. Du siehst, es gibt einige Möglichkeiten, einige Zielseiten, auf die du als Clicktip Affiliate und Kunde zurückgreifen kannst und die weiterempfehlen kannst. Es gibt viele Möglichkeiten, also Clicktip spannend weiterzuempfehlen. Ja, wenn euch noch ein paar Links dazu einfallen, ich habe jetzt die wichtigsten genannt, wenn euch noch einer in den Sinn kommt oder den ich hier vergessen habe, postet es einfach unter dem Video. Ansonsten, wie gesagt, Clicktip, super E-Mail-Marketing-Programm. Ich freue mich auf euer Feedback unter Video und wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim E-Mail-Marketing und Affiliate-Marketing. Euer Christian Weckler. Ciao, ciao.